Hauptbahnhof Dresden. Die beiden Bundespolizisten Andi Wirth und Alexander Bürger sind hier regelmäßig zur Sicherheit der Reisenden auf Streife. An einem Bahnsteig fällt ihnen kurz nach Schichtbeginn eine Gruppe auf, die aus einem Zug getorkelt ist. Schönen guten Tag. Mein Name ist Wirth von der Bundespolizei. Mit einer Fahndungskontrolle die Ausweise würde ich sehr gerne mal sehen wollen, bitte. Ja, meinen Sie mit. Kein Problem, dann machen wir das anders. Was? Bekommen wir alles hin, die Ausweise. Oder irgendwas? Genau, Personalausweis wäre am besten. Ich habe mein Portemonnaie nicht mit. Ja, entspannen Sie. Von entspannt kann hier allerdings keine Rede sein. Die drei Männer und zwei Frauen sind nicht nur angeheitert, sondern auch ziemlich aufgeregt angesichts der Polizeikontrolle. Verdächtig. Und sie sind auch nicht gerade kooperativ. Und weil ich 5 Leute zähle, fehlen noch 2. Die erfahrenen Beamten ahnen etwas. Unser Bauchgefühl hat uns bei der Personengruppe gesagt, dass diese schon mal mit der Polizei in Kontakt getreten sein könnten. In unserem Beruf haben wir öfter mal Personen, wo man das Gefühl hat, okay, da könnte irgendwas sein. Ne? Hat sie denn schon mal mit uns zu tun gehabt in der Vergangenheit? Schon öfters, ja. Und warum? Der Kürze ekelt. Die Polizisten hatten den richtigen Riecher. Frau Genau. Haben Sie irgendwie eine Tasche oder mit dabei oder so? Ja. Haben Sie gar nichts dabei, ja? Okay, dann kommen Sie mal bitte ganz kurz rüber. So, ich will mal kurz mit den Herrschaften hier reden. Alexander Bürger erfährt per Funk auch den Grund für den Haftbefehl. Also bei der Abfrage im polizeilichen System kam heraus, dass die Frau zur Festnahme ausgeschrieben ist. Das ist eine Ersatzfreiheitsstrafe. Sie hatte irgendwie Probleme. Das wurde vor Gericht mit 150 Euro Geldstrafe belegt. Das Problem ist, Sie sind zur Festnahme ausgeschrieben. Hä, wie ist denn das? Sie sind zur Festnahme ausgeschrieben. Entweder Sie bezahlen 150 Euro hier Cash. Ja, ansonsten gehen Sie ins Gefängnis. Wir können nur nach dem gehen, was bei uns im polizeilichen Auskunftssystem ist. Sie sind zur Festnahme ausgeschrieben. Ne? Sie müssen eine Geldstrafe, Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Euro müssen Sie bezahlen. Können Sie die nicht vor Ort bezahlen? Können Sie die bezahlen? Nein? Also hiermit sind Sie festgenommen. Ja? Sie gehen jetzt mit runter zur Woche. Nein, Moment noch. Die Frau scheint die Nerven zu verlieren. Alexander Bürger versucht, sie zu beruhigen. Deeskalation heißt jetzt das Zauberwort. Wir gehen jetzt runter in die Wache. Ne? Dann gucken wir zusammen ins Computersystem rein. Der Haftbefehl wird unten schon erwartet von uns. Ja? Und dann kann ich Ihnen das erläutern, warum, weshalb, wieso. Ne? Kriegen wir das jetzt so hin oder müssen wir uns gegenseitig ärgern? Muss nicht sein, richtig? Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Frau einen Ladendiebstahl begangen. Aber die vom Gericht dafür verhängte Strafe bisher nicht gezahlt. Die Person ist ziemlich aufgeregt, hat hier auch einen Weinkrampf bekommen. Also sie weiß, um was es geht. Sie dachte, dass die Probleme alle vom Tisch wären. Sie hat schon auch mit ihrem Beistand schon drüber geredet, wollte Ratenzahlung vereinbaren, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Jetzt ist es natürlich zu spät, um eine Ratenzahlung für die 150 Euro natürlich auszuhandeln. Jetzt will natürlich das Gericht die 150 Euro haben. Und wenn sie die 150 Euro nicht bezahlen kann, ist natürlich der nächste Weg JVA Dresden. Die Beamten haben Verständnis für die Verzweiflung der Frau. Aber ihnen bleibt keine Wahl. Sie muss mit aufs Revier. Darf ich mir was wünschen? Was, Sie wollen sich was wünschen? Wenn ich mitkomme, kann ich den Weg behalten im Aufzimmer. Den kriegen Sie wieder. Der wird Ihnen erst mal abgenommen. Ne? Und dann bekommen Sie den natürlich wieder. Selbstverständlich, ist ja Ihr Eigentum. Ist doch schön, sieht doch schick aus. Na klar, selbstverständlich. Das kriegen Sie alles wieder. Alles, was Sie am Körper haben, bekommen Sie alles wieder. Während Kollege Andi Wirth die Frau zur Dienststelle bringt, erklärt Alexander Bürger ihrem Verlobten den Sachverhalt. Kann sie die 150 Euro nicht bezahlen, geht's ab in die JVA. Das per Ratenzahlung machen? Nein, ist zu spät. Zu spät für Ratenzahlung. Okay? Weder der Verlobte noch die Freunde aus der Gruppe haben so viel Geld dabei. Die junge Frau fügt sich derweil auf dem Revier in ihr Schicksal. 15 Tagessätze, 10 Euro, sprich 150 Euro müsste sie zahlen, wegen Diebstahls. Und da sie die nicht zahlen kann, hat sie gerade mir gesagt, dass sie freiwillig in die JVA geht, um weder ihre Familie noch ihren Freunden zur Last zu fallen.
Kurz darauf startet Bundespolizist Andy Wirth einen letzten Versuch. Vielleicht kann der Freund der jungen Frau ihr ja doch noch aus der Patsche helfen. Ihre Verlobte sagt, dass sie ihre Familie nicht damit belasten will. Ne? Sprich, dass sie freiwillig in die JVA jetzt für 15 Tage, sprich 2 Wochen, gehen würde. Vielleicht haben sie freiwillig, hat sie gerade gesagt, freiwillig würde sie dahin gehen, weil es nur 15 Tage sind. Vielleicht haben sie ja trotzdem noch eine Idee. Wenn ich mit ihr 5 Minuten reden durfte, ist zu und dann einen Bekannten habe, der 150 Euro hat, könnte ich das alles da. Ich müsste bis morgen auf Deutsch gesagt 5 Minuten mit ihr reden, dass sie dieses Freiwillige, was sie gesagt hat, wieder zurücknehmen. Na ja, zurücknehmen, das ist ja ihre Entscheidung. Ich habe kein Problem damit, dass Sie da mit ihr sprechen. Ne? Die einzige Voraussetzung, die ich da an Sie stelle, ist, dass es ruhig ist und dass es in einem Rahmen ist, so wie ich ihn zulasse. Ansonsten muss ich Sie dann aus der Wache rausschmeißen, weil das geht ja nicht. Das ist ein Wort? Definitiv. Machen wir so. Ja, das weiß ich auch noch nicht, was er genau mit ihr besprechen will. Sie können sich dann schon mal verabschieden, wenn sie das Geld nicht auftreiben können. Viel wird er nicht bewirken können, weil es ja ihre freie Entscheidung ist, wenn das Geld nicht auftaucht. Genau, setzen Sie sich einfach nebeneinander. Und dann bitte ganz friedlich und nie rumschreien, bitte. Zu Beginn der Kontrolle hatte der junge Mann einen aggressiven Eindruck gemacht. Deshalb bleibt die Tür offen und die beiden Beamten halten sich für den Notfall bereit. Die Gefahr bei so einem Gespräch ist, dass jetzt beide realisieren könnten, dass es halt jetzt ernst wird. Und da können schon mal schnell die Emotionen hochkochen. Ne, manche, die fassen das halt ruhig auf, manche schreien dann rum, manche werden körperlich. Doch das Paar bleibt zum Glück beherrscht. Aber so langsam sollten die beiden zum Ende kommen. Warum machst du das nicht früher schon bezahlt? Weil ich davon nichts wusste. Ich wusste von der anderen Rechnung, aber nicht, dass das mich noch verklagen wird. Gut, jetzt steht es ja im Raum. Ne? Da brauchen Sie auch keine Vorwürfe machen. Wenn Sie 150 Euro auftreiben können, innerhalb der nächsten 30 Minuten, dann geht das alles seinen Gang. Bekommen Sie eine Quittung, ist die Sache vom Tisch. Sie kann gehen, fertig. Na, und wenn nicht, hat sie ja vorhin schon gesagt. Sie ist das mal so, als Kurzurlaub. Ja, Humor hat sie noch. Wer steckst du schon wieder an den Verlobungsring? Der Mann macht sich auf den Weg, um sich die 150 Euro von irgendjemandem zu leihen. Eine halbe Stunde später meldet er sich schließlich telefonisch bei der Bundespolizei. Ich habe jetzt gerade mit dem Verlobten gesprochen. Er hat gesagt, dass er das Geld heute nicht auftreiben kann, die 150 Euro. Er würde es morgen überweisen. Das ist aber zu spät, zumindest vorerst. Die Bundespolizisten müssen ihrer Pflicht nachkommen. Er wird es aber morgen versuchen. Er wird dann also morgen mit der JVA telefonieren und versuchen, das Geld dann an die zu überweisen. Ja. Was also bedeutet, dass Sie heute definitiv nach Chemnitz in der JVA. Bis zur Überstellung ins Frauengefängnis von Sachsen wird es aber noch eine Weile dauern. Jetzt werden noch 2 Kolleginnen von uns kommen. Die werden den Fall jetzt übernehmen. Die Frau muss dann auch noch durchsucht werden. Also es muss noch geprüft werden, ob sie gefährliche Gegenstände dabei hat. Das müssen wir halt alles ausschließen, auch für unsere Sicherheit dann. Und die Kolleginnen werden die Frau dann noch zur JVA fahren, wo sie dann definitiv heute Abend noch einsetzen wird. Hält der Verlobte Wort, könnte die junge Frau aber bereits morgen wieder auf freiem Fuß sein. Für die beiden Beamten ist der Fall damit erledigt. Sie müssen wieder raus auf Streife,